Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf diesem Marsch. Wir machen aktuell Ballenpressen auf der Wiese Nummer 27. Wie ihr seht, wird gerade der Flug gewaschen und repariert. Oder wurde repariert. Ansonsten ja, haben wir doch nebenbei ausgesehen. Auf Feld Nummer 15. Stellen wir hier so hin. Mal ganz frech. Da wo es hell ist, wo man gleich die Ballen einsammelt. Ja, der ist eigentlich Drehrumbum. Ah, schafft trotzdem. Da noch eine kleine Ecke zu machen, sind wir fast fertig. Und wir sammeln jetzt Ballen ein. Ein paar haben wir jetzt zusammen. Deswegen so wichtig, weil wenn der näher die andere Richtung fährt, quer im Prinzip, dass keine im Weg stehen. Immerhin liegt zum Ballen etwas, da kann er nicht wegschieben so schnell. Wird eher drauf fahren und dann gibt es noch Probleme. Das Licht wird dunkel. Das ergeht nicht. Sollte gleich der mit der Aussaat fertig sein. Oder überlegen, ne? Ist ja auch mit durch. Ich hab noch Kaffee. Hab beinahe vergessen. So, dann ist fertig. Wenn wir ganz kurz die BGH besuchen. Ja, noch genug da. Wo ist die Anzeige? Ach, da oben. 100.000. Ja, passt. Heißt, keine Sorgen. Läuft alles. Hier ist auch alles voll. Super, das klappt. Dann können wir uns ganz beruhigt. So, das Haus kann ich nicht kriegen, ne? Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das wird ja belegt sein, ne? Na gut. Aber die Bank hat meins. Gut. So, der andere arbeitet noch, der andere werden wir erstmal das erledigen. Den Fahrer hier entlassen. Sonst haben wir. Ach, das ist der Flügermeister. Ja gut, da werden wir mal sehen. Das wird mal nacharbeiten hier. Ja, passt noch. VW. So ein paar Ecken nachzuarbeiten. Sonst haben wir nachher ein bisschen Verluste in Anführungszeichen. Das wollen wir ja nicht, ne?
gut aus. Mal schauen, ob wir alles auch eingedreht haben. Ach, die Ecke ist nicht so schlimm. Da nehmen wir noch mit. Ja, die eine Stelle noch. Die sieht so kahl aus. Oh, noch eine. War da beim Wenden ein bisschen schlecht gearbeitet, obwohl wiederum ist das nicht so tragisch. So, die Ecke noch. Und die anderen beiden Ecken. Apropos Ecke und Zeit. Aufnahme läuft. Auch wichtig. Und rede ich hier und nichts passiert, ne? Das ist ja auch schlecht. So, noch einmal kurz zurück. Wir hätten noch die kleinen Ecke im Hof, aber das machen wir nachher, wenn es hell ist. Wir können ja auch nicht alle Wiesen noch einmal ernten, das geht ja auch nicht. Jetzt haben wir aktuell zwei Wiesen dann ausgesät, frisch. Die dritte hat man dann gemäht, bei der vierten sind wir bei. Ja, das ist schön. Der Filter passt noch nicht. Naja, Traktor haben wir nicht. Jetzt aber. Das fällt mir eigentlich so auf. Nur mal sehen, will man mal weiter weggehen. Ne? Aber ihr sollt ja auch was hören. Musik überlegen gerade, was ich da am besten machen kann. Muss er mal testen. So, die Ecke haben wir auch ausgesehen. Ist das Unkraut noch da? War eine Vor drinne. Normalerweise müsste das Unkraut jetzt mit der Aussaat weggehen. Oder es bleibt stehen, weil es Gras ist. Kann auch sein. Weil Gras kein Unkraut wächst. Was bei Gras eigentlich egal ist, weil auf der Wiese wachsen halt noch mehrere Sachen außer Gras. Ne? Die Bäume werden, ja, da werde ich mich drum kümmern. Morgen. Ja, mit Vollernter wird nicht reichen, das Geld. Aber die Bäume ein bisschen störend, wenn man zu weit nach Richtung Bäume fährt, ist es nachher, man bleibt immer hängen, ne? Ist immer, na, lästig ist das nicht, aber man kommt halt nicht so schnell voran. Aber ich denke nicht mehr dran, das mal die Säge zu nehmen und da wegzufallen oder die Fräse holen und dann einfach wegfräsen. Ging ja auch. So. Fertig. Reparatur. Junge, ist das düster.
Klick, klick. Ja gut, da können wir auch noch aussehen, aber da werden wir mal früh machen. Wir könnten ja mal Luzerne, Luzerne ist auch so eine Sache. Das gleiche wie Gras vom Prinzip her. So, stellen wir nochmal hin. Mal ein bisschen weiter ranfahren. Na gut, waschen wir erstmal. Man sieht mir ganz cool aus, ne? Bei Season ist der Lack mir nicht mehr so frisch. Wenn die Maschinen alt werden, dann wird auch Lack alt. Also praktisch jeder Verschleiß ist da zu sehen. Und man muss sich das so vorstellen, das ist dann halt so, wie es im reellen Leben auch ist. Wenn ich ein Gerät nutze und das nutze und nutze ich, dann ist da mal auch ein Steinschlag zu sehen oder mal ein Kratzer von irgendwelchen Teilen auf dem Feld. Wenn da ein Gebüsch ist, was dann härter ist und am Lack kratzt, dann ist es halt zu sehen. Ne? Und so ist es hier auch. Aber man kann dann auch die Funktion wählen. Neu lackieren. Neu ist in meinen Augen nicht realistisch, dass man leicht neu lackieren kann. Nur entsprechend hohen Aufwand. Ja, den können wir gleich mal hier hinstellen gleich. Vorbereiten. Ja, deswegen. Wo ist der LKW? Dann kann man doch nicht zum Schlafen. Na gut. Zum Schlafen auf jeden Fall kommen, wenn man die Wiese. Die ist ja nicht allzu viel. Sobald die Ballen weg ist, kann er fahren. So hart eine Grün wollen wir nicht fahren. Das verursacht Verluste, weil das Gras dann kaputt ist bzw. beschädigt. Naja, ja, die Wiese ist ein bisschen klein und ein bisschen eng. Dadurch nimmt ja nicht alles mit. Aber gut, so brauchen wir nicht alleine arbeiten, ne? Das hätten wir die andere Arbeit nicht fertig machen können. Gut, stehen lassen. Kurz mal laufen. Von da steigen wir ein. Ist ja nicht viel. So, gehen wir ganz kurz zu unserer Bank. Und jetzt haben wir genau 20.14 Uhr. Bis früh um 6 Uhr dürfte es wieder hell werden, also rund 10 Stunden. Stehe ich am verkehrten Ende.
So, 10 Stunden. So, kommen wir mal kurz zur BGH. Was bin ich bei der BGH? Nicht schlecht, zu wenig. Ja. Das war nicht viel. Oh, Mietkostenfahrzeuge, Mietkostengebäude. Das ist aber richtig schlecht. Viele Bahnen liegen nicht. Gut, dann bereiten wir mal die Aussaat hier vor. Das heißt, aber wir müssen erstmal auftanken. Natürlich ein bisschen wenig Geld gewesen, ne? Gut, die andere BGH wird heute erstmal richtig Geld bringen, weil sie heute richtig voll ist. Müssen wir sofort hier Milch haben wir noch verkaufen. Wir können noch Milch verkaufen. Entschuldigung. Es geht beide Temperaturen hoch, über 70 Grad. Ich weiß gar nicht warum. Hier drin sind es ungefähr, weiß ich genau. Thermometer 28,5. Ja, schon warm, ne? Da liegt noch Gras. So, das heißt, er fährt ja immer ein bisschen blöd hier um die Ecke. Dann müssen wir auch wissen. Kaffee habe ich noch da. Zeit? Ja, doch, Zeit ist noch ein bisschen dran. Kaffee! Oder anders heißt 65 an oder 72. Ja, schön sauber die Maschine und gleich wieder einsaugen. So, machen wir gleich. 1. Nehmen wir 3 Bahnen. Hier werden wir uns nicht so anscheißen mit dem jetzt machen. Hier werden wir uns erst um kümmern, weil er sich nicht garantiert wieder hier festfährt. Ja. So, wir haben ja keinen Ton, ne? Das heißt, wir haben ein bisschen hier reingehen. Ach, hier haben wir schon. Ja, ein bisschen besser. So, durchdrehende Reifen. Bestimmt ein Ball im Weg liegen. Das ist aktiviert. Wo ist der hin? Ja, hier nicht. Müssen wir suchen. Ah.
Ja. Ich bin nicht ganz sicher, wieso das da gerade ist. So, hinten mal runter aktivieren. Hier war fertig. Können wir mal den Kurs schließen. Und wenn wir vorne mal mitnehmen. Kleine Stückchen. Dann stoppt der vollautomatisch. Das ist der große Vorteil. So, was hätten wir es? Ja, B aus, hinten auch aus, alles hochklappen, nur vorne hochklappen, ne? Ich stelle nochmal hier ab. Dann werden wir gleich um die BGH kümmern und hier mal gleich gucken, wie wir das machen. Ja, und dann ist auch die Folge wieder zu Ende. Hopp, hopp, hopp. 1, 3, 4, 6. Dann werden wir ganz kurz schauen, ob er hiermit klarkommt. Normalerweise müsste er vorher entsprechend die Kurve kriegen, Anführungszeichen. Genau. So genau mache ich das. Nacharbeiten immer so müssen in den Kurven. Kein Thema. So, dann noch das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Dann sagt mal Tschüss und Winke-Winke. Natürlich auch ein Dankeschön fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winke-Winke. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, ciao.